Hallo zurück und hier wieder eine Lieblingsminiatur aus dem Samurai-Bereich. Und zwar ist es erneut eine Miniatur von Zenith Miniatures. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sind Spanier? Zenith vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, aus der Kensei-Miniaturreihe. Und das ist eine Miniatur, die kam über eine nicht Kickstarter, sondern Indiegogo-Kampagne zustande. Also, wer das nicht kennt, das ist im Prinzip sowas wie Kickstarter. Und da hatte ich mitgemacht, da ging es um asiatisch-mythologische Kreaturen. Das müsste 2014, 2015 gewesen sein. Ich glaube, 2014 war das. Hab da so einen kleinen Pledge mitgemacht und gab es eben jede Menge Extras. Und eine extra Miniatur, die es da eben oben drauf gab, war er hier. Eigentlich waren die Extras, die es zu der Kampagne gab, fast cooler als das, was ich als eigentliches Pledge-Ziel gewählt habe. Ja, und den gab es da wie gesagt dazu. Und das ist, glaube ich, auch einer der coolsten Minis, die dabei waren. Und ich finde ihn wirklich sehr, sehr genial vom Stil her. Ist eben, bei mir setze ich ihn ein, entweder als Ronin-Kriegsherrn in Zen-Saga. Oder als herumreisenden Schwertmeister. Das passt sehr gut. Er hat eben keine Rüstung an, ist relativ locker, aber trotzdem ja, auch edel gekleidet. Hier mit diesem asiatischen Strohhut, den er so lässig irgendwie sich gerade vom Kopf zieht oder zurechtdrückt. Die zwei Samurai-Schwerter am Gürtel als Zeichen seines Standes. Also sehr, sehr geile Miniatur, wie ich finde. Ich habe sie natürlich auch entsprechend in Szene gesetzt. Das macht natürlich immer sehr viel aus, wie man die Miniatur dann in Szene setzt, wie sie dann letztendlich auch wirkt. Hier der obligatorische Fels, auf dem die Mini steht. Das ist natürlich immer ein Mittel, um so eine Miniatur nochmal hervorzuheben. Und im Vordergrund habe ich so eine Laterne gewählt. Die war, glaube ich, in irgendeinem so einem Base-Gestaltungsset von, ich glaube, Malifaux. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also es ist eine kleine Zinn-Laterne. Und ja, die gibt hier natürlich nochmal so eine, ja, so eine kleine Zen-Garten-Optik hier neben dem Fels und neben diesem hohen Grasgewächs, was ich da benutzt habe. Das ist übrigens von Mininaturen, dieses Zeug. Finde ich auch nochmal einen sehr guten Eyecatcher, wenn man was hat, was eben nicht nur die Höhe von Grasbüscheln hat, sondern nochmal so hervorgeht, also so eine gewisse Höhe hat. Wirkt natürlich hier so ein bisschen wie Bambus oder sowas ähnliches. Ja? Das war auch das Ziel. So, hier seht ihr wieder meinen Lieblings-Blau-Grau-Ton, den ich echt verdammt oft verwende. Das sieht man noch hier in den Videos auch. Und ja, ich glaube, das Licht-Schatten-Verhältnis finde ich hier ganz gut gelungen auf dieser Jacke, die er da über dem weißen Gewand drüber hat. Und auf der Rückseite habe ich auch nochmal ein Muster Freehand drauf gemalt, damit ja, das Ganze nochmal so ein bisschen besonderer aussieht und das eben nicht nur eine einfarbige Jacke ist. Ja, sehr schöne Miniatur, gehört im Bereich Samurai auf jeden Fall zu meinen Lieblingsminis. Die kommt auch oft auf den Tisch. Wie gesagt, entweder als Schwertmeister Shugyosha oder als Kriegsherr oder jetzt mit Saga 2 gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, Helden zu spielen. Leibwächter zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen. Etc. So, Links zu den Zen-Saga-Sachen findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.